Willkommen zu einem Video, wieder ein Kurzvideo, 12 Minuten. Diesmal habe ich vor, das mit der Dynamik zu probieren, ein schwieriges Kapitel. Das geht also in die Mechanik rein, und zwar die Mechanik von Bewegungen. Ich möchte Ihnen versuchen zu erklären, was da so die wichtigen Gesetze sind. Man kann sagen, dass die Dynamik sich eigentlich um die wichtige Beziehung von Newton dreht, Kraft gleich Masse mal Beschleunigung. Die Masse, das ist also ein Objekt hier, das bestimmte Trägheit hat. Wenn das beschleunigt werden soll, also wenn seine Geschwindigkeit ändern soll, dann braucht es dafür eine Kraft. So kann man das lesen. Also die Beschleunigung erfordert eine Kraft. Umgekehrt könnte man auch sagen, wenn ich Kräfte kenne, kann ich damit mit dieser Gleichung die Beschleunigung ausrechnen. Man muss jetzt zunächst mal sagen, damit meint man eigentlich die Gesamtkraft. Das sind oft mehrere Kräfte, die gleichzeitig wirksam sind. F1, F2, das kann eine Reibungskraft sein, das kann eine Gewichtskraft sein, das kann eine elektrische Kraft sein, elektromagnetisch. Und wenn ich sage mehrere Kräfte, meine ich immer die Gesamtkraft, so wie man sie mit den Vektorregeln ausrechnet. F total, also der Summenvektor. Ich muss mich also gar nicht mehr um die einzelnen Kräfte kümmern. Wenn ich den Gesamtkraftvektor kenne, dann weiß ich, aus diesem Gesamtkraftvektor kann man die Beschleunigung ermitteln und mit der Beschleunigung dann im Prinzip mit den Kinematikregeln auch die Geschwindigkeitsänderung und damit im Prinzip sogar den Ort berechnen, also die Ortsveränderung. Beschleunigung heißt ja, scheiß mal so, Geschwindigkeitsänderung pro Zeit. Und die Geschwindigkeit selbst, die da ja drin steckt und die Geschwindigkeit sich dann ändert, die Geschwindigkeit ist ja der Ort, die Ortsänderung pro Zeit, Delta R. Zeit. Also wenn man jetzt quasi aus der Beschleunigung die Geschwindigkeitsänderung und dann aus der Geschwindigkeit die Ortsänderung berechnen kann, dann hat man im Grunde genommen auf diesem Weg hier eine mögliche Bewegung dieses Objekts aufgrund der Kräfte, die auf das Objekt wirken. So kann man zum Beispiel Planetenbahnen berechnen, wenn man da die Kräfte kennt, das sind die Gravitationskräfte, oder man kann eine Federschwingung berechnen, indem man einfach diesen Weg hier geht. Dieser Weg heißt dann in der Mathematik, es ist eine Integration. Man könnte aber auch umgekehrt sagen, ich kenne die Bewegung, ich weiß, wie sich das bewegt, zum Beispiel wenn ich da einen Vogel filme, der da herumfliegt, da kann ich aus der Bewegung die Geschwindigkeit berechnen und aus der Geschwindigkeitsänderung die Beschleunigung und weiß nachher umgekehrt, welche Kräfte auf den Vogel gewirkt haben, dass er solche seine Bewegung macht. Die Auftriebskräfte, die Windstöße und so weiter. Also man kann die Gleichung quasi in zwei Richtungen lesen. Entweder nach rechts oder nach links. Falls speziell die Kräfte null sind, also falls keine Kraft wirkt oder die Kräfte sich gerade kompensieren, dann weiß ich, die Beschleunigung ist null. Das heißt nach diesem Gesetz, die Geschwindigkeitsänderung ist null. Das heißt, die Geschwindigkeit ist konstant. Der Körper bewegt sich also, wenn keine Kraft wirkt, bewegt sich der Körper mit konstanter Geschwindigkeit. Zum Beispiel könnte die Geschwindigkeit null sein. Dann steht er still und dann haben wir Statik. Gut, jetzt ist es eigentlich ein Teilgebiet der Dynamik, mal herauszufinden, was gibt es denn überhaupt so für Kräfte, die da wirken können. Da gibt es ein paar fundamentale Kräfte, zum Beispiel die Coulomb-Kraft, elektrische Kraft, die kann man ausrechnen mit dem Coulomb-Kraftgesetz, 1 durch 4 Pi Epsilon 0, mal die das Ladungsprodukt durch den Abstand im Quadrat, oder die Gravitationskraft, wenn wir Massen haben, das ist dann das Gamma, das ist die Gravitationskonstante, mal die Masse M1, mal die Masse M2 durch R im Quadrat, ganz ähnlich wie hier. Oder es können Reibkräfte sein, oder magnetische Kräfte, Lorentzkraft zum Beispiel, etc. Da gibt es ganz viele Möglichkeiten, wie die einzelnen Kräfte aussehen können. Ich muss, wie gesagt, die Kräftesumme bilden und dann kann ich auf diesem Weg die Bewegungen ausrechnen. Ich brauche da oft noch die Anfangsgeschwindigkeit und den Anfangsort, damit es dann vollständig geht. Nachdem wir die ersten zwei Gesetze von Newton eigentlich kennengelernt haben, nämlich wenn die Beschleunigung null ist, wenn die Kräftesumme null ist, gibt es keine Beschleunigung und damit gleichförmige Bewegung, und eben das Gesetz, das zweite,
kann man auch noch ein drittes Gesetz von Newton aufzählen. Das sagt nämlich, dass zum Beispiel hier jede Kraft eigentlich eine Ursache braucht, die an einem anderen Körper angreift. Also ich kann nicht einfach sagen, dass zum Beispiel da eine Lorentzkraft oder eine, sagen wir mal, eine Coulombkraft wirken kann, ohne dass irgendwo die Quelle der Kraft an einem anderen Körper vorhanden ist. Und die Kraft, die dann auch hier drauf wirkt, hat hier am Ursprungskörper gerade eine gleich große Gegenkraft zur Folge. Das ist das berühmte Aktio-Gleich-Reaktio-Prinzip, das man manchmal auch braucht, um so Kräftesituationen zu analysieren. Ist speziell wichtig ist eben auch der Fall der Statik, wenn die Summe der Kräfte 0 ist. Und bei der Punktmechanik kann man dann sagen, dass dann eben die Bewegung stillsteht oder gleichförmig ist. Wenn wir ein größeres Objekt haben, auf das dann die Kräfte auch wirken können und nicht unbedingt am gleichen Ort angreifen müssen, also nicht ein Massenpunkt wie oben, sondern ein größeres Objekt, ein starrer Körper, dann muss man im Grunde genommen überlegen, was haben jetzt die Kräfte für eine Wirkung bezüglich der Drehungen auch. Es gibt da zunächst mal das Gesetz, das einfach sagt, wie vorher beim Newton, dass die Summe der Kräfte, also die Gesamtkraft, die Masse mal die Beschleunigung ist. Und die Beschleunigung ist jetzt die Beschleunigung des Schwerpunktes. Wenn der Körper sonst nicht speziell gelagert ist, ist der Schwerpunkt jetzt das, was da beschleunigt wirkt. Also da muss ich mich gar nicht darum kümmern, wo die Kräfte genau angreifen. Dieses Gesetz gilt auf alle Fälle. Wenn man aber jetzt noch die Rotationen ins Spiel bringen möchte, das wäre jetzt ein Riesenkapitel, wenn wir das sorgfältig machen möchten, aber bei den Rotationen muss man auch das sogenannte Drehmoment dann anschauen. Das Drehmoment wird dann berechnet mit dem Gesetz Kraft mal Hebelarm und das Drehmoment hat dann eine Winkelbeschleunigung zur Folge bezüglich der Drehachse. Also wenn man das Drehmoment um eine bestimmte Drehachse herum wählt, zum Beispiel um eine Schwerpunktsachse, dann hat das entsprechende Gesetz folgende Gestalt, das ist dann das Trägheitsmoment um diese Achse multipliziert mit der Winkelbeschleunigung, ich schreibe das mal so, um diese Achse. Das heißt, es gibt auch bei den starren Körpern, bei den großen Körpern ein ähnliches Gesetz wie das Newton'sche Kraftgesetz, wobei dann aber Rotationen betrachtet werden. Und falls wir Statik haben, falls wir also keine Bewegung haben wollen, dann muss sowohl die Summe der Kräfte 0 sein, als auch die Summe dieser Drehmomente 0 sein. Und so ein Drehmoment noch zum Schluss, wenn ich eine solche Achse habe, das kann zum Beispiel der Schwerpunkt sein, wo die Achse durchgeht, aber es muss nicht. Ich habe da irgendwo eine Kraft, die an ihn angreift. Dann ist der Abstand der Kraftwirkungslinie von der Drehachse, das nennt man den Hebelarm L. Und das Drehmoment ist nachher M ist gleich F. Das ist die Kraft multipliziert mit dem Hebelarm. Wenn ich nur eine Kraft habe, ist es das. Wenn ich mehrere Kräfte habe, habe ich dann mehrere Drehmomente, die ich dann hier addieren müsste. Das wäre jetzt hier bezüglich der Drehachse A. Vielleicht noch ein paar Worte zu diesem Begriff hier, IA, Trägheitsmoment. Dabei werden die Massen, ja, es geht ja hier um Rotationen, nicht wahr, von starren Körper. Und die Massen, die diesen Körper ausmachen, müssen für das Trägheitsmoment jeweils mit dem Abstand zur Drehachse multipliziert werden, und zwar zum Abstand im Quadrat. Die Formel dafür lautet, Trägheitsmoment um die Achse A ist dann auch diese Masse Delta M, die ich jetzt hier mal vorsehe, mal der Abstand R im Quadrat zum Drehpunkt. Und das muss ich nachher addieren oder integrieren über den gesamten Körper. Damit habe ich dann auch die Trägheit gegenüber Rotationen gut beschrieben. Das muss man hier einsetzen. Die Winkelbeschleunigung ist die Rotationsgeschwindigkeitsänderung. Pro Zeit ist das auch ein Begriff, den man an sich noch länger erklären könnte. Sie sehen also, am Anfang haben wir Punktmechanik gemacht mit den normalen Newton'schen Gesetzen. Hier haben wir starre Körper kurz angeschaut mit den erweiterten Gesetzen, wo das Drehmoment, das Trägheitsmoment eine Rolle spielt. Ein letzter Punkt noch, wenn man da drauf sitzt auf einem Körper und der Körper bekommt hier von außen irgendwelche Kräfte aufgezwungen, dann kann man auf dem Körper selbst eventuell auch sogenannte Scheinkräfte wahrnehmen.
Also ein Pendel zum Beispiel schlägt dann auch in der Gegenrichtung aus, in der dann der ganze Körper sich bewegt. Solche Scheinkräfte treten auf in beschleunigten Bezugssystemen, wenn also das Messsystem nicht in Ruhe ist, sondern beschleunigt. Und man nennt sie aber Scheinkräfte, weil diese Scheinkräfte folgen eigentlich nicht den normalen Newtonschen Axiomen. Zum Beispiel gibt es da keine Reaktionskraft nach dem dritten Newton. Aber diese Scheinkräfte, beispielsweise die Corioliskraft ist so eine, oder die Zentrifugalkraft, die kann man durchaus wahrnehmen mit einem Messgerät. Also die Kräfte sind nicht einfach nicht da, weil man sie nicht nach den Newtonschen Gesetzen berechnet. Das ist vielleicht noch wichtig zu sagen.